Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch verschiedene Perücken aufprobieren, beziehungsweise in diesem Video nur erstmal eins. Ich habe jetzt ein Toupet herausgesucht und zwar ist das ein Echthaar-Toupet. Das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Diese Art von Toupets gibt es im Internet zu Massen. Ja, man muss sich nur ein bisschen durchklicken, denn ich habe diese Perücken ja alle schon ziemlich lange und ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich sie habe. Aber ich gebe immer ein Echthaar Toupet Blond. Dann gibt es bei eBay Kleinanzeigen manchmal. Es gibt bei eBay welche. Es gibt in den afrikanischen Shops manchmal welche. Es gibt einfach nur in Internet-Shops. Es gibt Perückenshops. Hat sich ja sowas von getan auf dem Markt. Und da habe ich mal gegoogelt und da ist mir dieses Toupet in die Hände gefallen und ich möchte euch das gerne mal zeigen. Wie man sieht, ja, man sieht sofort, man merkt sofort, das sind echte Haare, also ein Echthaar-Toupet. Das erkennt man natürlich auch ganz schön daran, dass die Haare sich auch wie echtes Haar anfühlen. Also wirklich sehr weich und sehr fluffig und sie sehen auch wie echtes Haar aus. Jetzt ist dieses hier ein Klebehaar-Toupet. Also das wird folgendermaßen gemacht. Es gibt für die Kopfhaut, es gibt einen Kopfhautkleber. Das ist speziell natürlich für die Männer, die ja eine ganz breitflächige Glatze haben, wird das aufgeklebt. Ja, und das hält dann auch ein paar Monate, wenn es richtig geklebt wird, ohne der Haut zu schaden. Aber natürlich ist es nicht sehr angenehm. Ja, also das muss man einfach auch mal schon so sagen. Aber man gewöhnt sich dran und ich weiß, dass es Menschen, die das machen, wirklich, da gibt es gar keinen Unterschied. Man kann noch eine andere Art machen. Dafür ist dieses Toupet aber nicht geeignet. Ihr seht, dass es hier schon diese Klebe, diese Plastikfolie hat. Da muss dann nur noch der Haarkleber drauf und dann klebt man das auf den Kopf auf. Aber es gibt auch eine andere Art, die finde ich besser. Also wenn die Männer hier noch einen Haarkranz haben oder auch Frauen, ja, es gibt ja auch Frauen, die schon eine Glatze oben haben, dann kann das angekettet werden. Es wird quasi wie angenäht. Es ist eine Knüpfart, die wird mit dem eigenen Haar verknüpft. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Entweder macht man einen Rasterzopf hier ran oder man macht eine Verknüpfung mit einem Faden, sodass das eigene Haar mit dem Faden verknüpft wird zu einem Art, ja, so einem Strang und daran wird dann das Haar verknüpft. Das ist eine ganz spezielle, relativ einfache Knüpfmethode. Ich habe das auch gelernt mal, wie das funktioniert. Ich habe das bei mir selber gemacht, also es ist überhaupt gar kein Problem, das kann man machen, aber natürlich nicht selber, ne? Also das sollte man machen lassen. Es gibt aber verschiedene Haarshops, die das machen. So, jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie das ungefähr aussehen könnte. Jetzt habe ich natürlich Haare, ein Glück, aber wenn man das anwenden wollte, ich habe diese Klebeperücke natürlich nie benutzt, ich wollte sie mir aufs Oberhaar in Form dieser Zöpfe machen. Also man flechtet quasi dann einen langen Zopf immer mit den anderen Haaren weiter verbunden. Dann hast du nachher hier einen Zopf. Und daran wollte ich mir das Toupet dran nähen. Ich glaube, das Prinzip ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber vielleicht kann man sich das denken. Und dann hätte ich mir das Toupet quasi auf den Kopf genäht und hätte dann Extensions dran gemacht, damit die Haare möglichst lang werden. Aber meine sind ja auch schon lang, also ich wusste noch nicht genau, wie ich das Ganze mache. Deswegen so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ich hätte natürlich jetzt gerne auch gehabt, dass es länger ist, ja, dass ich hier vorne jetzt keinen Pony habe, weil ihr wisst, ich mag keinen Pony, aber diese Perücke hat jetzt halt einen Pony und dann hätte ich mir das so sozusagen auf den Kopf genäht, ja, oder verknüpft. Ja, das kann man alles machen, damit man halt hier vorne, ihr wisst ja, ich habe jetzt hier auch nicht so viel Haare auf dem Oberkopf, dann hätte ich mir das hier den Ansatz so ein bisschen mit meinen eigenen Haaren verkämmt sozusagen, dass man es nicht mehr so sieht. Und so ungefähr sollte das dann aussehen. Das wird also quasi hier im Ansatz ganz tief in meine Haare verknüpft. Das sieht man dann gar nicht mehr. Und dann hätte ich das so mit meinem eigenen Haar verschmelzen lassen. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig natürlich aus. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, also wie gesagt, hier vorne, das müsst ihr euch wegdenken. Das würde quasi hier
rangeknüpft sein mit meinen Haaren und an meinen eigenen Ansatz. Mein eigener Haaransatz hätte das dann verdeckt, wenn man denn noch hat. Ja, wenn man gar nicht hat, hätte man das auch kleben können. Das wollte ich natürlich nicht, weil ich ja noch Haare habe. So, also so auf diese Art und Weise habe ich mir das Ganze dann vorgestellt. Und ich finde, das macht ordentlich was her. Also man würde das überhaupt nicht mehr sehen, weil die Haare einfach so mit meiner eigenen Haarstruktur verbunden sind. Also man sieht es wirklich gar nicht, ja. Und ich finde einfach, ich wollte euch da noch ein paar Möglichkeiten vorstellen, weil es ist einfach so, so toll, was man heutzutage machen kann. Und man würde das wirklich gar nicht bemerken. Wenn man jetzt hier oben wenig Haare hat, so wie ich zum Beispiel, wenn man sich das aufknüpft, dann hast du auf einmal richtig tolle Haare. Und ich glaube sogar, das würdet ihr nicht mal so richtig merken, wenn ihr mir nicht jeden Tag folgen würdet, weil es so, so wahnsinnig natürlich aussieht. Dann würdet ihr euch fragen, ha, deine Haare sehen aber toll aus. Also es ist einfach eine tolle Möglichkeit, um am Oberkopf als Frau, auch mit einer Herrentoupee. Das ist eigentlich ein Herrentoupee, aber natürlich auch für Damen, die oben keine Haare haben. Das ist aber trotzdem eigentlich ein Herrentoupee. Ja, ist ja auch eine Kurzhaarfrisur, die würde dann noch zurechtgeschnitten werden. Um das mit den eigenen Haaren zu verbinden, kann man hier auch einen Übergang schaffen zu den eigenen Haaren. Das wisst ihr ja, dass man das alles machen kann. Und auf diese Art und Weise hat man ganz schnell und ganz natürlich ein schönes Haarergebnis, wie ich finde. Und da gibt es die unendlichsten Möglichkeiten. Wie gesagt, man muss es nicht aufkleben, man kann es auch verweben mit den Haaren. Natürlich ist das Ganze nicht ganz günstig, ja. Also dieses Stück hat, glaube ich, mal so 120 € gekostet und das war eigentlich auch schon ein Schnäppchen. Kannst du sehr viel mehr Geld für bezahlen. Aber trotzdem, die fällt sehr, sehr schön und vor allen Dingen siehst du den Ansatz überhaupt gar nicht, ja. Es ist wirklich sehr toll verwebt worden in das Netz hinein. Es ist auch eine Full Lace, also es ist voll verwebt. Es ist keine Tresse. Ich hatte euch gesagt, was Tressen sind. Moment, zeige ich euch eben. Tressen sind halt diese Geschichten, ja, dass hier so Haartressen, also aufgewebte Haare auf einer Tresse in die Perücke gewebt werden und dann man meistens nur vorne diese Lace hat am Ansatz. Und dieses hier ist eben ein Full Lace Toupee mit Echthaar und wirklich sehr, sehr schön natürlich verwebt, ja, innen drin. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch erkundigen. Ich habe das jetzt schon 2, 3 Jahre oder 4 vielleicht sogar und aber das gibt es immer. Es sind Klebetoupees zum Aufkleben in allen möglichen Farben. Gibt es auch länger, gibt es auch kürzer, gibt es auch nur vorne, also dass man es nur hier oben, vielleicht je nachdem, wie stark man da eine Perücke oder so etwas braucht. Und für mich, wie gesagt, war das Kleben nie Option, sondern immer nur das Verweben oder das Vernähen in meine eigenen Haare, um das zu befestigen. Jetzt habt ihr natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, ich möchte das nochmal aufsetzen, ja, möchte euch nochmal zeigen, die Problematik, die es dabei gibt, die will ich natürlich euch auch ehrlicherweise nicht verschweigen und will euren Enthusiasmus jetzt für diese Art einmal bremsen, ja. Wenn man das klebt, ist es okay, ja, weil du natürlich oben keine Haare hast und keine Haare hast, mit denen es jetzt doll verwoben wird. Wenn du an der Seite verwebst, ist es nicht so schlimm, aber wenn du klebst, dann hat man ja keine Haare oben. Das heißt, das Toupet bleibt, solange der Kleber hält, eben schön auch an seiner Stelle. Wenn du jetzt aber verwebst oder vernähst, so wie ich das vorhatte, um eben, weil man ja noch oben Haare hat vielleicht, hat man folgendes Problem. Die eigenen Haare, mit denen das verwoben wird, wachsen, ja, und das heißt, du hast es in den ersten 2 Wochen ist es noch, oder in der ersten Woche, ihr seht, wie schnell meine eigenen Haare auch wachsen, dann habt ihr das noch schön hier vorne am Ansatz verbunden, sodass man fast nichts sieht, ja. Aber je länger eure eigenen Haare werden, weil die Verbindungen dann natürlich sich lockern, ja, eure Haare wachsen und das Ganze fängt an zu schwabbeln und zu wackeln und verschiebt sich und dann kann Folgendes passieren, dass man dann nämlich den Ansatz sieht, ja. Und das stellt ein großes Problem dar. Entweder du gehst nochmal zu deiner Verweberin und lässt dir das nochmal festnähen, oder du versuchst es zu stylen, indem man das mit den eigenen Haaren, wenn man dann welche hat, mit Haarspray und so ein bisschen überdeckt. Ich habe dann immer selber genäht. Ich bin dann daran und habe das je einmal in der Woche mindestens wieder in meine Haare genäht.
Und das war so die Strategie, die ich bei einem, die ich mit meinen Geschichten gemacht habe. Am praktischsten ist es natürlich, das machen viele, die hier oben schon Haarausfall haben. Die lassen sich das rasieren, ja, die lassen sich die Haare abrasieren, damit es schön eine saubere Klebefläche ergibt, lassen sich die Sache draufkleben, dann hat man erstmal Ruhe für ein paar Wochen, ja. Natürlich lockert sich das Ganze, man darf auch nicht so mit Shampoo duschen und so, da gibt es dann ein paar spezielle Regeln, aber die Kleber sind inzwischen schon so modern und so toll, dass das wirklich richtig schön aussehen kann, ja. Also, liebe Damen und liebe Herren, wenn ihr da Probleme habt, dann versucht euch mal durchzumachen. Wie gesagt, diese hat nicht mehr als 100, 120 gekostet vor ein paar Jahren natürlich, aber man kann da auch gerne 500 € für ausgeben. Warum nicht für so eine tolle Perücke? Also wäre es mir auf jeden Fall wert, weil sie ist richtig schön fluffig verarbeitet. Man sieht den Ansatz null. Sie ist wirklich so schön, aber dann bitte auch nur auf Echthaar zurückgreifen, weil Kunsthaar aufgeklebt möchte ich nicht haben. Da schwitzt man, ist unangenehm. Also das sieht man auch irgendwann, weil das Kunsthaar sehr schnell schlecht wird. Also es wird nicht splissig, es wird. Es ist verklettet und es sieht einfach unruhig aus und es glänzt manchmal auch sehr stark. Da muss man auch gucken. Du kannst ja auch nicht mit heißem Dampf oder dir kochend Wasser über den Kopf gießen, damit das Ganze wieder schön wird. Das ist schwierig. Ich habe das aber gemacht. Ich bin mit dem Dampf auch an meine Haare ran, habe mir auch öfters mal die Kopfhaut verbrannt. Bitte nicht nachmachen. Aber ich bitte euch. Also, es ist so ein schönes Toupet. Und ja, meine Lieben, da wollte ich euch jetzt einfach auch mal ein paar Tipps geben. Man kann es natürlich auch rein kletten mit diesen Verschlüssen oder mit den Haarkämmen. Da das Ganze aber schon ein bisschen rutschig ist, ja, auch wenn man diese Klebeschicht nicht hat, es gibt die auch ohne Klebeschicht, einfach nur mit der Lace, dann nimmt wenigstens diese Klickverschlüsse, die man so reinklickt, damit das auch fest ist, ja, wie so Haarspangen. Und dann kann man das reinklicken und dann kannst du es abends wieder rausmachen und kannst es auch jeden Morgen wieder an deinen Ansatz neu anpassen. Ich möchte aber dazu sagen, dass diese Klickverschlüsse, habe ich denn jetzt hier mal keinen da? Ich glaube, ich habe jetzt hier keinen. Diese Klickverschlüsse und auch die Kämme sind belastend für die Haare, weil natürlich ein Toupet und eine Perücke in Bewegung ist, ja. Der Wind haut dazwischen, du bewegst dich selbst. Also es ist immer eine Belastung an der Stelle, wo der Haarkamm sitzt oder wo die Spange ist. Wenn du normale Haarspange reinmachst, so, du machst dir hier eine Haarspange rein, schadet gar nichts, macht nichts. Aber du hast ja die Perücke, die damit verbunden ist und die hat Gewicht, ja. Und die wackelt dann hin und her und belastet die Haare. Also ich hatte es sehr oft, dass ich an diesen Stellen die Haare verloren habe, ja. Dass ich das abgebrochen, sind rausgefallen und irgendwann war da leer, dann war da kein Haar mehr, weil die einfach rausgerissen sind durch diese Haarspangen und durch den Druck und die Belastung. Man wechselt dann, also dann wechseln die Frauen, dass sie dann immer an einer anderen Stelle befestigen, aber dann hat man auch irgendwann an keiner Stelle mehr so richtig Haare. Also es ist alles mit Vor- und Nachteilen behaftet, aber letztendlich alles möglich, aber man muss natürlich damit umzugehen wissen. Und manchmal kennt man sich auch, dann hat man die Spangen drin, nochmal mehr Druck und das alles gibt auch Probleme. Aber mir hat es immer Spaß gebracht und insofern, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt wieder ein tolles Video gesehen. Mich würde freuen, wenn ihr da mal wieder so eine andere Möglichkeit entdeckt hättet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.